Kommen wir zu einem Spiel von der Empfehlungsliste zum Spiel des Jahres 2024. Ghost Rider ist ein Wortratespiel, das in Teams gespielt wird. Jedes Team besteht dabei aus einem Geist und einem oder mehreren Medien, die die Botschaften des Geistes empfangen sollen. Zu Beginn einer Partie wählen die Geister gemeinsam einen von fünf Begriffen von einer Karte. Diese müssen die Medien dann anschließend erraten. Um sich dem Begriff anzunähern, stellen die Teams ihrem Geist abwechselnd eine Frage. Die werden mit Fragekarten ausgewählt, wovon das Team immer 7 Stück zur Verfügung hat. In jeder Runde wählen die Medien 2 davon aus und geben sie verdeckt an ihren Geist. Dieser wählt dann wiederum eine der Fragen zum Beantworten aus, die andere Karte wird offen abgelegt. Die Antwort schreibt der Geist nun Buchstabe für Buchstabe auf den großen Block, der hier enthalten ist. Die Medien seines Teams können nach jedem Buchstaben aber auch Schluss machen. Da nur sie die gestellte Frage kennen, können sie vielleicht schon mit wenigen Buchstaben abschätzen, was der Geist sagen will, ohne dass dem gegnerischen Team zu viel verraten wird. Ist ein Team an der Reihe, kann es versuchen, den gesuchten Begriff zu erraten, wenn es meint, dass es das jetzt kann. In dem Falle wird der Spieß quasi umgedreht und die Medien schreiben ihren Tipp nun Buchstabe für Buchstabe auf. Nach jedem Buchstaben sagt der Geist, ob dieser richtig ist, bis entweder der vollständige Begriff aufgeschrieben wurde oder ein falscher Buchstabe aufgeschrieben wurde. Ist der Begriff erraten, hat das Team gewonnen, ansonsten ist wieder das andere Team dran. Eine Strafe für den falschen Rateversuch gibt es nicht, aber man hat ja auch schon die Chance auf eine weitere Frage verloren und dem anderen Team vielleicht sogar einen Hinweis gegeben. Sollten zu viele Runden gespielt werden, kann es aber auch in einem Unentschieden enden. Ghost Rider wäre wieder einer der Titel gewesen, auf die ich nur zufällig aufmerksam geworden wäre, wenn es nicht auf der Empfehlungsliste gelandet wäre. Ich fühle mich durch das Teamspiel an Codenames oder Decrypto erinnert und das wirklich auch im besten Sinne. Sowohl als Geist als auch als Medium hat man eine interessante und kreative Aufgabe. In den bisherigen 5 Partien mit 2 verschiedenen Gruppen hatte ich durchweg viel Spaß, die anderen auch, und wirklich auch einige epische Momente. In einer Partie konnte mein Team nach einem allzu verräterischen Tipp des anderen Geistes schon im ersten Versuch den richtigen Begriff herausfinden. Ein andermal waren wir zweimal ganz dicht dran, haben aber mit unseren Rateversuchen zu viel Zeit verbraucht und damit dem anderen Team den Sieg ermöglicht. Als Geist hat man da, auch in Codenames immer wieder die Situation, dass man sich hart auf die Zunge beißen muss, um nicht allzu sehr auf Gesagtes zu reagieren. Einziger Kritikpunkt wäre meinerseits, dass die Fragekarten für die Medien manchmal doch allzu vage oder umständlich sein können. Darunter sind neben Fragen zu Material, Farbe oder Ort, an dem man den gesuchten Begriff finden kann, auch solche Perlen wie, welchen Superhelden würdest du mit dem Begriff in Verbindung bringen oder welches Gefühl löst der Begriff in dir aus? Solche Fragen sind zwar irgendwie amüsant, werden aber so gut wie nie von Medien oder Geistern gewählt, weil sie nur selten direkt nützlich sein dürften. Ansonsten kommt es aber eben ganz darauf an, wie die Teams in ihren jeweiligen Rollen aus Fragen, was die halt aus ihren Rollen heraus aus den Fragen und Antworten machen. Und das macht verdammt viel Spaß. Wortrate-Fans sollten hier also unbedingt mal reinschauen, wenn sie eine ausreichend große Gruppe zusammenbekommen. Zwar kann man das Spiel mit 4 Personen spielen, aber mit 6 oder 8 Leuten macht es wahrscheinlich doch immer mehr Spaß als mit einer kleineren Gruppe.